Hallo Freunde, herzlich willkommen zur WOMO-Tour Dänemark Teil 3. Nordsee hoch, Ostsee runter. Ja, hallo. Unser erstes Fazit hatten wir am 17. Juli, das war vor 10 Tagen, in Ribe. Ja. Nachdem wir 2 Tage auf der Insel Römö waren. Jetzt sind wir in der Zwischenzeit schon einige Male von Campingplatz zu Campingplatz weiter, von Strand zu Strand. Haben auch viele Sachen gesehen, besucht, Leuchttürme, alte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und nicht zu vergessen das Sandskulpturenfestival in Söndwig. In Söndwig waren wir auch, genau. Ja. Gut, was waren so die herausragenden Sehenswürdigkeiten deiner Meinung nach? Ja, der Leuchtturm mit dem Bunker, Sündwigfür oder wie der heißt. Ja. Dann das Sandskulpturenfestival. Dann unsere Überfahrt von Torumböen, so ähnlich, nach Agger. Mit der Fähre. Mit der Fähre Richtung Nationalpark Thy. Gut. Da hat es allerdings sehr viel geregnet und war kalt. Und da haben wir uns in Steenbjerg nur eine Nacht aufgehalten, haben das Haus der Olsenbande besucht und waren am Landungsplatz dort, wo die kleinen Fischerboote in Steenbjerg, ja. Ja, die kleinen Fischerboote liegen und sind dann weitergefahren nach. Wo sind wir jetzt? Blockhus. Genau. Genau. In Blockhus. Und da haben wir jetzt auch einen Tag sehr stürmisches Wetter gehabt. Ja. Gestern und also am Dienstag und heute ist aber nicht so windig und ja, Sonnenschein. Richtig, wir hatten gestern also kaum blauen Himmel, dafür starken Wind, böigen Wind bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Und heute sollte es eigentlich auch noch böiger Wind sein, aber es ist zwar Wind, aber nicht so stark, nicht so wesentlich stark wie gestern. Ist schon angenehm, wobei die Temperatur in der Sonne okay ist. Aber wenn man so präsent sitzt wie wir hier am Meer mit dem Wind im Rücken, dann wird es doch ein bisschen frisch hier auf der Haut. Also die Temperaturen sind, ich schätze mal so 17, 18 Grad oder sowas. Ja, sowas. Vielleicht noch. Ja. Aber nach einigen Tagen endlich mal wieder schönes Wetter hier. Das gefällt uns sehr gut. Jo. Thank you.
Wenn man sich das Ding hier ansieht, dann kommt die Frage auf, woher kommt eigentlich der Begriff Überraschungsei?